Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Mist Survival. So, wir sind jetzt in unserem Häuschen. Ich habe mal mein Inventar leer gemacht und habe jetzt mal geguckt, für den Schlafsack, den ich bauen wollte, fehlen mir noch die Federn. Das heißt, wir werden jetzt mal loslaufen. Es sieht ja aktuell noch nicht so richtig nach Nebel oder irgendwas aus. Und dann werden wir mal schauen. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall hinten Federn habe bei dieser Schmiede, die ich gefunden habe. Und wenn ich Federn habe, heißt das, ich habe sie aus dem Wald irgendwie auf dem Boden ausgesammelt, würde ich jetzt vermuten. Und das bedeutet, dass ich hier wahrscheinlich auch noch welche finden kann. Das heißt, wir suchen jetzt hier einfach mal ein bisschen rum. Das ist eine Blaubeere, keine Feder, ist aber nicht schlimm. Und ja, gucken mal, was wir hier alles auftreiben können. Ah ja, genau, hier ist der Sägetisch, glaube ich, gewesen. Den hatte ich irgendwo da hinten hingestellt. Müssen wir auch auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Hier liegen Tücher oder war ich hier noch gar nicht? Sekunde. Doch, hier war ich schon. Hier lag doch alles voller Holz. Da habe ich die Tücher einfach nur übersehen. Nun gut, laufen wir erstmal weiter. Was liegt hier? Beeren, Stöckchen. Noch ein Stöckchen. Ich nehme erstmal alles mit. So, dann gucken wir mal, was hier hinten. Hier hinten ist die Scheune. Da wollen wir nicht hin. Da wollen wir hin. Gucken wir mal unterwegs, ob wir hier irgendwie Federn entdecken können. Ansonsten habe ich jetzt auch die Axt. Das wollte ich auch nochmal ausprobieren. Hardsticks. Sehr schön. Nochmal ein Stöckchen. Steinchen. Mist, jetzt wird es wieder nebelig. Okay, pass auf, dann machen wir das nämlich jetzt so. Ich laufe jetzt erstmal wieder rüber zu dem Schlafsack. Der müsste ja auch gleich hier hinten sein. Und lege mich da direkt mal pennen. Jetzt gucken wir, da liegen Federn. Aber auch nur der eine. Beziehungsweise die eine. Ne, es waren sogar drei. Cool. So, dann laufen wir jetzt schnell hier weiter rüber zum. Sehr schön. Jetzt haben wir schon vier. Sechs, glaube ich, braucht man. Und jetzt laufe ich aber trotzdem erstmal ganz, ganz schnell, bevor die Jungs hier gleich spawnen. Irgendwo da hinten müsste der Schlafsack gewesen sein. Und dann pennen wir jetzt erstmal. Weil wir sind vom Status her, bin ich jetzt echt zufrieden. Wir sind nicht mehr großartig verletzt. Finde ich ganz gut. Ist ja auch mal eine Sache, die man nicht so außer Acht lassen sollte. Wenn man überlegt, wie lange ich jetzt ein gebrochenes Bein hatte, finde ich das schon ganz schön heftig. Aber ist gut, gefällt mir. So, dann lass uns hier jetzt mal versuchen zu pennen. Rest. Wir machen nochmal eine Stunde. Etwas gehört und es ist immer noch nebelig. Autsch. Okay. Das war das, was ich in der vorletzten, also ich glaube in der ersten Folge tatsächlich meinte. Wenn du während des Nebels etwas tust, echt jetzt das gesamte Inventar ausgeräumt, ist ja frech. Während des Nebels etwas tust, außerhalb des Hauses, dann, ach, der Rest bleibt sogar drin. Ja, pass auf, dann sichere ich die Federn jetzt erstmal. Ja gut, das Essen ist jetzt nicht so wild, dass das weg ist. Genau, also ihr habt ja jetzt gesehen, ich habe jetzt eben diese Schlafdingens ausgeführt. Da lief eben die Zeit und in der Zeit ist der Zombie von hinten gekommen und hat mich, ja, ganz einfach ausgedrückt, er hat mich aufgefressen, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Ja, das ist halt das Interessante, beziehungsweise auch das Schwere an diesem Spiel, was ich persönlich, glaube ich, ganz cool finde, weil da muss man echt gut aufpassen, wo man das macht. Sollte eigentlich ein geschlossener Raum sein, aber das haben wir ja aktuell eben nicht. Guck mal, da draußen rennen sie schon wieder rum. Ich weiß auch nicht, ob meine Bude hier gut genug gesichert ist. Die durchs Fenster irgendwie reinhüpfen können oder so. Gut, also hier können wir jetzt erstmal nichts weitermachen. Ich wollte aber die Federn erstmal loswerden. Dann nehme ich mal hier so ein Holz raus, schmeiß das mal rein. Und ich habe Hunger, fällt mir gerade auf. Das heißt, wenn ich noch irgendwo eine Dose habe, da, dann ziehe ich mir die jetzt erstmal rein und mache einen neuen Stack Essen. Und dann habe ich dies Ding hier gesehen. Da wollte ich mal gucken, was für eine Muni da überhaupt rein muss. Steht das irgendwo? Wir haben ja ein bisschen was am Muni. Shotgun. M4, guckt es euch an. Die ist es also. Haben wir da noch mehr von? Hunting Rifle. Das sind Streichhölzer.
Packe ich das mal hier mit rein, dass wir mal so ein bisschen wenigstens Ordnung haben. Hier habe ich keine Munition. Gut, dann würde ich das mal so machen wollen. Und dann die drei. Oh wow, drei Schuss. Du, aber bevor ich sterbe, nehme ich die lieber. So, dann kommt hier jetzt der eine Speer noch rein. Und jetzt, ja gut, habe ich Äste noch über und diese Holzstämme, die kann man wohl auch irgendwie nicht stapeln, ne? Doch bestimmt irgendwas doppelt. Antibiotika, die habe ich doch, glaube ich, schon irgendwo anders gesehen. Da. Guck dir das an. So, und dann kriegen wir da Äste rein, beziehungsweise ich mache hier jetzt erstmal diese Lockdinger rein und dann kommen da die Äste rein. So, dann haben wir das Inventar wieder leer. Ja, und da draußen ist immer noch was. Dann gucken wir uns mal unsere Statuswerte an. Da könnte ich jetzt einen Verband nehmen, damit das schneller heilt. Es ist aber schon fast fertig. Pass auf, dann machen wir das so. Ich schneide uns jetzt mal rüber in die nebelfreie Zeit. Was hat ja hier sonst keinen Sinn? Nägel habe ich noch keine gefunden. Das heißt, hier können wir noch nichts machen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn der Nebel vorbei ist. Ich hole euch doch mal wieder was dazu. Ich habe nämlich gerade was rausgefunden. Ich war gerade noch mal in den Hotkeys zugange und da kam ein Hotkey, nämlich die Taste 7. Da steht drin Ground Sleep. Und wenn ich da drauf drücke, dann kommt hier diese Geisterfigur. Ich mache das jetzt mal und dann kann ich aussuchen, wie lange ich schlafe. Das heißt, wir legen uns jetzt einfach mal hier auf den Boden. Das hätte ich gerne in der letzten Folge schon gewusst. Voll cool. Und der Nebel ist vorbei, aber es wird dunkel, ne? Das ist doof. Dunkel mag ich nicht. Nee, das wird mir zu dunkel. Dann machen wir das so. Ich schlafe jetzt nochmal. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Und zwar schlafen wir jetzt, bis es wieder hell wird. Also machen wir 12 Stunden wäre 5 Uhr. Dann müsste das 7 Uhr sein. Ich mache erstmal 12 Stunden. Dann gucken wir mal, wie hell das dann ist. Nachts gibt es wohl auch Zombies. Jetzt machen wir 10 Stunden. Das hat geklappt. So, und es wird langsam hell draußen. Ja, perfekt. Dann können wir losrennen. Lass uns mal schnell gucken, was wir hier essen können. So, also erstmal essen wir das. Dann haben wir hier noch eine Dose mit Coca-Cola oder so. Nee, ist kein Coca-Cola. Wäre ja auch verrückt. Coca-Cola ist ein Markenname. Darf ich gar nicht sagen, bestimmt. So, das haben wir. Können wir Steine? Ach, guck mal. Können wir auch besser stapeln. Sechser Stacks, Achter Stacks. Acht ist Maximum. Okay, so, dann räumen wir hier. Da hatte ich nämlich jetzt eben auch schon mit angefangen. Das ganze stapelbare Zeug machen wir hier noch mit rein. Die Waffen kommen hier mit rein, dass wir die alle mal so ein bisschen beisammen haben. Also Waffen, Werkzeuge und sowas. Hier haben wir Munition drin, das lasse ich jetzt auch mal. Die habe ich hier schon gesehen. Guck mal, dann können wir die nämlich da noch drauf stapeln. Dann haben wir das. Die passen da bestimmt rein. Und Metall packen wir da auch rein. Ich würde nämlich gerne eine Kiste leer machen, dass ich die mitnehmen kann. Damit wir gleich. Machen wir das so. Ich mache jetzt mal Loot All. So. Und hier auch Loot All. So. Und hier. Ne, da brauchen wir nicht Loot All machen. Das hat geklappt. Hat das jetzt genau gepasst per Zufall oder hat er mir den Rest jetzt irgendwo anders hingeworfen? Ne, scheint gepasst zu haben. Ah, okay. Gut. So, das haben wir. Streichhölzer, Batterien, kann man die stapeln? Nope. Okay, nee. Dann haben wir das ja tatsächlich schon relativ gut sortiert gehabt im Vorfeld. Dann wirst du jetzt hier meine Holzkiste. Shift-Linksklick geht übrigens. Habe ich jetzt auch gerade rausgefunden. Und ja. Hier machen wir jetzt den Rest soweit rein. Erstmal Munition, Streichhölzer, das Verband, Medizin.
Wobei, das Verband packe ich mal zum Werkzeug dazu. So, dann haben wir ein bisschen Ordnung und jetzt dürfte es auch hell genug sein, dass wir nochmal losrennen können. Stopp, ich wollte die Kiste mitnehmen. Wobei, macht auch keinen Sinn, weil ich keinen Platz habe. Ich habe keine Kiste leer, ne? Ne, egal, dann laufen wir so nochmal los. Vielleicht finden wir ja unterwegs nochmal was. Ja, wobei jetzt mit der Information, dass man auf dem Boden schlafen kann, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich gar nicht mehr so scharf drauf, unbedingt diese Bettrolle zu bauen. Dann würde ich sagen, machen wir das so. Wir laufen jetzt mal hier so ein bisschen die Straße entlang und gucken mal, was wir so finden. Da unten waren wir ja schon. Laufen wir jetzt mal hier hoch. Da hinten sind Wohnwagen, glaube ich. Ist auch eine Straße. Gibt es hier irgendwas? Kann man. Also doch, die hatte ich, glaube ich, schon angeguckt letztes Mal. Und da vorne ist auch wieder ein Gebäude, eine Tankstelle. Guck mal an. Was ist das? Ach so, hier so ein Zombie-Viech. Hast du was für mich? Nope. Gut, so, dann lass uns mal schnell hier mal so ein bisschen die Autos durchgucken. Ist ja immer ein bisschen was. Und dann gucken wir mal. Diese ganzen Schilder, dass es hier Bären gibt und so, die, ja, wie soll ich sagen, ignorieren wir für den Moment erstmal. Wir treffen keine Bären. Da ist, glaube ich, was drin auf der anderen Seite. Da ist Verbandsmaterial, das ist sehr gut. Ach, das ist nur der Müll vom Boden, der da durchleckt. Und hier gibt es Sprit. Ach, ich habe den Kanister gar nicht mitgenommen. Naja, ist egal. Bisschen was haben wir ja. Damit können wir dann, wenn wir das Auto fahrbereit haben, bestimmt, guck mal, eine Batterie. Losfahren. Und noch ein Reifen. Sehr schön. Hier kann ich, glaube ich, nichts machen. Genau, also was ich sagen wollte, wenn wir dann tatsächlich mal so weit sind, dass das Auto fahrtauglich ist, ein bisschen Sprit hatte ich ja schon, dann eine Baseballkeule, das finde ich mal so geil. Zack. Ja, die gefällt mir. Dann fahren wir halt einfach los und besorgen uns dann den Sprit unterwegs. Hier kann ich wohl nichts machen. Die Reifen sind nicht brauchbar. Was liegt hier? Eine leere Dose. Dann gucken wir mal rein, was es hier so gibt. Tücher. Cool. Essen. Oh, jetzt habe ich einen Screenshot gemacht. War nicht meine Absicht. Tomatensoße. Redder. Nochmal Stiefel. Da hatte ich, glaube ich, schon welche von, aber ist ja nicht schlimm. Ich glaube, die Sachen gehen hier auch kaputt, wenn ich das richtig gesehen habe. Klebeband, Batterien. Oh, jetzt bin ich voll. Ja, das ist ja ärgerlich. Ich habe hier gar keine Kiste oder irgendwas gesehen. Eine Batterie und ein Nähset. Wobei ich das nicht aufheben kann. Ja, pass auf, dann schmeißen wir jetzt den Speer raus. Kann ich da irgendwas mitmachen? Kann ich den zerlegen oder so? Ne, kann ich nur droppen. Aber ich glaube, eine Batterie ist wichtiger als ein Speer. Würde ich jetzt erstmal behaupten. Ich weiß es nicht genau. Ach, guck mal, geht doch aufzuheben. Gears Equipment. Tja. Ne, pass auf, dann gehen wir nochmal. Hier drüben war doch auch noch ein Raum. Vielleicht ist hier irgendwas, was man mitnehmen kann. Eine Werkbank. Finde ich gut. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Aber eine Kiste wäre mir jetzt doch für den Moment erstmal noch lieber, glaube ich. Tatsächlich. Noch ein Reifen. Da geht es nämlich schon los. Jetzt muss ich schon wieder was überlegen, was ich wegwerfe. Die Steine. Für einen Reifen definitiv. Den lasse ich um nichts auf der Welt liegen. Weil das ist Nummer 2, Nummer 3. Zahnräder erscheinen mir auch eher wichtig. Tja.
Kann ich die nachladen hier noch weiter? Yes, das hat geklappt. Schön. Gibt hier echt keine Kisten. Na gut, ist dann halt so. Dann laufe ich jetzt nochmal schnell nach Hause. Leere mich nochmal aus. Und komme dann einfach nochmal wieder. Würde ich jetzt pauschal sagen. Oder hinten ist ein Hotel, da kann man bestimmt noch richtig viel looten. So, guck mal. Kann ich einfach hier die Abkürzung nehmen? Ja, ach, das ist ja überhaupt kein Weg. Das Problem ist nur, ich habe definitiv nicht genug Stauraum für diese ganzen Dinge. Ach, und die Werkbank habe ich jetzt auch nicht mitgenommen, ne? Naja, ist egal. Jetzt ist zu spät. Tür zu. Gut, die Autosachen behalte ich. Die bringe ich gleich nochmal runter zum Auto. Zahnräder stapeln sich doch bestimmt. Ei. So, haben wir noch mehr, was ich stapeln könnte? Das habe ich irgendwo gesehen. Das müsste hier drin sein. Jetzt müssen wir echt ein bisschen jonglieren. Das ist ein Autoteil. Das ist ein Autoteil. Stoffe. Ich mache das einfach so. Ah, okay, was zu viel ist, fällt dann natürlich auf den Boden. Aber gut, ist jetzt nicht das Drama. Dann hebe ich es wieder auf. So, nächste Kiste. Verbände stapeln sich. Sehr gut. Machen wir so. Die gingen nicht. Sind die jetzt weg? Ne, da liegen sie. Zack. Okay, also das rüber, das rüber, das rüber. Jetzt habe ich hier noch Essen und die Reifen. Ja gut, hilft nicht. Dann laufe ich jetzt einmal zurück zu unserem, ja, wie nenne ich das jetzt? Ersten Stützpunkt, den wir hatten in der ersten Folge, wo wir die eine Nebel. Fängt das jetzt schon wieder an, neblig zu werden? Mein lieber Schwan. Okay, aber dann ist es nicht schlimm. Dann mache ich das diesmal so. Ich laufe nicht wieder zurück zu dem Zeltplatz, sondern ich verkrieche mich einfach in der Hütte da vorne bei der Schmiede und schlafe da auf dem Boden. Mache ich ja jetzt gar nicht so viel, so lange rum. Das machen wir dann auf dem Wege. Und dann muss ich auf dem Rückweg, ich stelle mir diesen dummen Tisch jetzt mal ein bisschen weiter hier rüber, dass ich da auch dran denke, den immer mitzunehmen. So, dann laufen wir mal schnell darüber. Und dann verschlafen wir einfach mal wieder die Horde. Beziehungsweise Horde heißt es nicht, den Nebel. Wie komme ich immer auf meine Horde? Wahrscheinlich von Seven Days und bei Night of the Dead habe ich auch immer Horde gesagt. Stöckchen, Stöckchen. So, erstmal ans Auto. Ach, guck mal, da ist ja auch noch was drin. Der Koffer da hinten. Den hatte ich ja gar nicht mehr gedacht. Oh, ich habe nicht dran gedacht, dass wir Nebel haben. Geht aber. Ist da noch was drin? Alles klar, dann nehmen wir das nachher mit. Ist noch kein richtiger Nebel, wa? Wie, Batterie einbauen dauert 5 Minuten, Reifen dran schrauben dauert 10. Das erscheint mir irgendwie komisch. So, jetzt brauchen wir noch einen Reifen und einen Motor, richtig? Füllen wir den Tank schon mal auf. Cool. Gut, einen Reifen und einen Motor. Du kriegst jetzt einen Move. Und dann lass uns mal hier so viel mitnehmen, wie irgendwie geht und zurücklaufen. Ach, guck mal, kriege ich sogar alles ohne Kiste mit. War gar nicht so viel. Bretter, Holz, Steine. Ich schmeiße erstmal alles rüber. So, dann ist die Box voll. Achso, das kann ich gar nicht aufheben. Okay, jetzt hatte ich die ersten Kommentare schon bekommen. Heute ist die erste Folge live gegangen. Danke, Chevy, dafür an dieser Stelle schon mal. Ja, und da hattest du geschrieben, dass ich in der Lage bin, eine Base zu bauen. Finde ich jetzt aktuell überhaupt nichts für, aber ich vermute mal, weil es gibt ja nachher hier Werkbank und diesen ganzen Kram,
dass ich wahrscheinlich einfach noch Sachen finden muss, um das machen zu können. Das heißt, wir werden das jetzt folgendermaßen machen. Ich wollte ja an der Hauptstraße lang. Hier habe ich jetzt alles weggeholt, was ich brauche. Und aktuell habe ich jetzt auch noch nichts gesehen, wo ich diese Eisenbahn für verwenden könnte. Den Berg hoch würde ich jetzt ungern nochmal laufen. Da bin ich ja instant gestorben und ich weiß nicht mal woran, um ehrlich zu sein. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal als nächstes das Hotel in Angriff nehmen. Erscheint mir für den Moment am sinnvollsten. Was ist denn das für ein Quark? Cool. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Komme ich gar nicht hoch so, ne? Ne. Genau, ich würde jetzt, denke ich mal, das Hotel tatsächlich in Angriff nehmen wollen. Ja, weil das ist halt nah dran und ich denke mal, da gibt es eine Menge Loot. Wir haben ja nicht mal den Laden komplett leer geräumt. Warum sollte dann, ja, warum sollten wir dann erstmal irgendwo anders hingehen, wenn wir da direkt bei unserem aktuellen Zuhause so viel Loot haben, dass wir das im Moment noch nicht mal untergebracht bekommen? Moment, da oben müssen wir hin. So, dann stelle ich das Ding kurz ab. Dann laufen wir nochmal fix zurück und holen den Sägetisch. Weil ich will schon gucken, was man damit machen kann. Wobei mit dem Sägetisch konnte ich einfach nur Bretter herstellen. Aber gut, habe ich natürlich jetzt auch nichts dagegen, ne? So, dann mal rein ins Häuschen. Den Koffer draußen vergessen. So, ich mache jetzt hier gar nicht lange rum. Ich gucke einfach, dass ich das, was ich hier übrig habe. Irgendwo hatte ich da noch ein bisschen Platz. Dann schmeiße ich das da rein. Hier war's. Zack. Und das Essen nehme ich halt einfach mit. Jo, Essen nehme ich mit. Und mal schnell den Sägetisch. Sonst vergesse ich den echt. Der ist ja nicht so weit weg. Ich glaube, ich brauche jetzt einfach wirklich nur geradeaus laufen. Dann müssten wir da direkt drüber stolpern. Ist eigentlich Unterschied in der Laufgeschwindigkeit? Nee, scheinbar nicht. So, und da müsste jetzt der Sägetisch direkt vor uns aufploppen. Auf dieser hellen Fläche habe ich ihn abgestellt. Da ist er. So, was konnte ich hier jetzt nochmal machen? Nach aktuellem Stand tatsächlich nur Holz. Aber das sind halt so Sachen, wenn jetzt der Nebel kommt. Und man wird ja ständig unterbrochen. Bis jetzt hat das immer geklappt, dass ich dann einfach weiter schlafen konnte. Ich weiß aber echt nicht, ob das immer so ist. Und ich möchte dann schon ein bisschen was da haben. Ich denke mal, mit Sägetisch und Werkbank haben wir dann nachher echt Möglichkeiten. Komme ich da jetzt echt nicht drauf? Doch. Haben wir dann Möglichkeiten, dass wir halt ein bisschen die Zeit nutzen können, um Sachen zu craften und so. Finde ich, glaube ich, ganz gut. So, dann schmeißen wir das Ding da rein. Wir haben ja Platz ohne Ende da drin. Ja, also das wird definitiv nicht das finale Haus bleiben hier. Also ich denke mal, da gibt es schon Sachen. Ich kann mich daran erinnern, das letzte Mal, als ich gespielt habe, da gab es irgendwie ein großes Haus mit Schränken schon drin, da war eine Küche drin und so. Und Chevy hatte in die Kommentare reingeschrieben, ich soll mir ein Haus mit einer zweiten Etage suchen. Also muss es da definitiv Dinge geben, die größer sind als das hier. Und ja, sobald wir da irgendwas finden, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht das Erstbeste nehmen, weil sonst werden wir jede Folge damit verbringen, umzuziehen. Das finde ich dann auch irgendwie doof. Aber ich werde schon gucken. Ich mache hier mal schnell alles auf, damit ich auch weiß, dass ich hier schon war. Wenn das denn aufbleibt, ich weiß es nicht. Aber ein Versuch ist es wert. Das Ding kann ich gar nicht. Den hier. Oh, guck mal. Den scheine ich übersehen zu haben. Boah, 2,3 Liter, das ist, glaube ich, eine ganze Menge. Einen Motor bräuchten wir noch, ne? Genau, Motor war das, was ich jetzt noch auf dem Schirm. Mit dir habe ich jetzt mal so gar nicht gerechnet. Ich glaube auch nicht, dass ich irgendwas habe, womit ich dich kriegen kann. Bärenagro, ich meine, das wäre natürlich eine Sache, die unser Essensproblem jetzt lösen würde. Ach, wisst ihr was? Ich versuche das jetzt einfach mal. Was soll's denn? Im schlimmsten Fall sterbe ich. Kann ich hier drauf? Ei. So, was haben wir für Arsenal? Ein Speer habe ich. Herrlich. Also hier, denke ich mal, ist eine Position, wo er wahrscheinlich nicht drankommen wird. Da hinten, wenn ich da reinrenne, da kommt er bestimmt dran. Wenn ich da Agro ziehe, wäre das ziemlich doof. Was machen wir denn jetzt?
Ach, ich mach einfach. Der wird sich ja irgendwie melden, wenn er Probleme mit mir hat. So, war das hier schon, wo ich angefangen habe, Sachen wegzuwerfen? Nö, ich glaube nicht. Aber hier war es schon, wo ich angefangen habe, Sachen zu übersehen. Wie zum Beispiel sowas hier. Tomatensoße, Cola. Jetzt kann ich die Sachen doch looten. Eben ging das nicht. Muss man echt aus der richtigen Perspektive drauf gucken. Damit man da eine Hitbox für bekommt. Beziehungsweise die Möglichkeit hat, das aufzuheben. Okay, also das muss ich mir definitiv angewöhnen. Ich war nämlich jetzt, oder ich bin jetzt tatsächlich davon ausgegangen, dass ich hier durch bin. Aber hier liegt ja überall noch was rum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schnell nachspawnt. Ich habe einfach nicht gründlich genug gesucht. So, aber ich glaube jetzt, das war's tatsächlich. Gut, dann lass uns jetzt nochmal schnell... Ach genau, den Speer hier hatte ich weggeworfen. Schau mal. Vielleicht brauchen wir den gleich noch. Wer weiß. Hör mal auf, hier rumzupatrouillieren. Das finde ich nicht nett. Kann ich auf so ein Ding auch drauf? Oh ja, das geht auch. Sehr cool. Ah, mit zwei Speeren? Ich weiß nicht. Ja, irgendwas müssen wir tun. Der Bär muss definitiv weg. Was brauchte ich nochmal, um noch so eine Waffe zu basteln? Ein Messer. Das habe ich natürlich jetzt nicht am Mann. Dann tausche ich die beiden schon mal aus. Und dann gucken wir. Ich versuche es jetzt einfach. Ich weiß nicht, wie ich hier sonst weiterkommen soll. So frei nach dem Motto, lieber einmal kontrolliert Agro ziehen. Stamina mal aufladen. So viel zum Thema kontrolliert Agro ziehen. Bitte lass mich da hochkommen, bevor der mich erreicht. Ich bin bestimmt One-Hit. Alter Vater. Das Problem ist, ich glaube, mit meinen zwei Zahnstochern hier werde ich nicht so viel ausrichten können. Okay, kann ich dir das Ding wieder wegnehmen, mein Lieber? Ne, nicht in Reichweite. Von hier oder trifft er mich da? Lauf mal ein bisschen weiter weg. Wenn ich jetzt runterhüpfe. Traue mich nicht, um ehrlich zu sein. Boah. So, komm mal näher hier. So geht's. Weiß halt nicht, ob der mich hier trifft, aber ich glaube nicht. Leute, ich habe einen Bären gekillt. Butcher Bär. Nimm ein Messer. Habe ich natürlich nicht. Eine Säge habe ich nicht. Eine Axt hätte ich. Und wie funktioniert das jetzt hier? Kann ich jetzt hier sowas anklicken und dann kriege ich hier einen möglichen Mist raus. Hard to use, best to use. Kommt nichts raus. Toll. Kopf. Kopf. 30 Minuten. Los geht's. Jetzt habe ich das Viech gebutschert. So, und hier hätten wir Hard to Use. Ich brauche sowas hier. Stapelt sich das wohl? Ja, wenn nicht, liegt es halt überall rum, ne? Boah, 3 Stunden. Ach, weißt du, was ich jetzt mache? 20 Stunden. Ich habe keine Ahnung. Ich mache das mal. Los geht's. Beten wir mal, dass wir jetzt hier im Nebel nicht umgehauen werden. Boah, und ist das jetzt echt so, dass das ewig dauert jetzt? Okay, mache ich einen Schnitt.
So, meine Lieben, wir sind tatsächlich bis zum Ende durchgekommen. Es ist schon wieder 6 Uhr morgens. Die ganze Grütze liegt jetzt hier rum. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt klug war. Ich esse jetzt nochmal schnell was. Dass wir unsere Werte wieder hochkriegen. Mein Fatigue ist völlig im Eimer. Ich hoffe, ich kippe jetzt nicht um wegen Ermüdung. Und das haue ich mir noch rein. Sehr gut. So. Kann ich hier auch was reintun? Nee. Aber ich würde jetzt einmal gucken. Mal sehen, ob hier irgendwas sich stapelt von dem ganzen Zeug. Okay, das Fett stapelt sich nicht. Und wie sieht es mit diesem Darm aus? Stapelt sich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie wir das jetzt hier priorisieren sollten. Die Stöcker schmeiße ich raus. Die brauche ich jetzt definitiv nicht. Dann würde ich jetzt auch meine beiden Speere rausschmeißen, weil die sind ja einfach genug gemacht. Bringt aber nichts, weil ich habe eh nur Platz für einen Slot. Dann machen wir das so. Essen brauche ich jetzt nichts. Health, Painkiller. Ich nehme nochmal Guts mit und ein Leder nehme ich mit. Ich weiß nicht, was ich davon alles verarbeiten kann und was nicht. Nochmal Guts. Die Guts scheinen mir am sinnigsten, muss ich sagen. Glaube ich. Ich weiß es echt nicht. Keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht, wie lange das jetzt hier liegen bleibt. Vielleicht liegt das hier nachher noch. Jetzt haben wir aber den Bären. Es ist früh morgens. Das, was mir jetzt gerade tatsächlich ein bisschen Sorge bereitet, ist dieses Fatigue. Das heißt, kann ich hier vielleicht die Tore zumachen? Nee, ne? Dann gehe ich jetzt mal rüber zum Hotel und gucke mal, ob es da irgendwie eine Möglichkeit für mich gibt, dass ich mich da safe irgendwo hinklatschen kann, um so ein bisschen zu pennen. Versteht ihr, wie ich das meine? Komme ich hier irgendwie rein? Jo. 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 Guckt euch das an. Hier kann ich ja auch einfach drin wohnen. Kann aber leider keinen Behälter mitnehmen, ne? Gauge-Ammo. Okay. Pass auf, dann machen wir das so. Ich schlafe jetzt hier im Moment. 2 Stunden, 3 Stunden. Fatigue geht dann wieder hoch, das ist gut. Health auch übrigens. Ich weiß jetzt gar nicht, ist das der Bär gewesen, der mir da einen gewischt hat? Keine Ahnung. So, dann laufen wir mal schnell nach Hause. Und nehmen die Werkbank mit. Auf jeden Fall nehmen wir die Werkbank mit. Weil ich denke, da werden wir irgendwas mitmachen können. Hier war nur ein Stein. Hier habe ich noch gar nicht durchgeguckt. Ein Eimer. Noch ein Eimer. Das hat geklappt. Okay. Ich muss auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Komm her. Sei brav. Komm mit. Sehr gut. Boah. Okay, das ist definitiv meins, in so einer Art zu manövrieren. So, und dann laufen wir jetzt noch ein paar Mal hin und her. Ich will zu Hause die Kisten fertig machen, beziehungsweise ich gucke jetzt auch mal, jetzt wo ich Fleisch und so habe, ob ich vielleicht solche Sachen wie ein Lagerfeuer oder so bauen können kann. Das müsste doch eigentlich gehen, oder? Schauen wir mal nach. Wie kriege ich dich denn da jetzt wohl rein? Oha. Aber warte mal, ich kann dich doch drehen, oder? Jo, das müsste gehen. Das hat geklappt. Oder auch nicht? Das hat geklappt. So, und jetzt drehen wir dich noch ein bisschen. Und abstellen. So, was kann ich denn hier alles machen? Okay, hier scheint eine Menge mehr zu gehen. Guck mal, hier kann ich auch Werkzeug bauen, Eimer, Flaschen, Messer. Okay, das gefällt mir. Hier kann ich eine Menge, Menge mehr machen. Finde ich gut. So, dann lasst uns doch mal schnell schauen. Ich mache hier mal die Türe zu. Dry Meat. Da brauche ich Salz für, habe ich nicht.
hatte gedacht, ich könnte vielleicht irgendwas bauen. Oder gibt es hier noch ein Craft-Menü, was ich irgendwie noch nicht gefunden habe? Ich guck mal schnell noch mal in die Keys rein. Inventory B. Ah, genau. Okay, so, dann vergesst die Frage vom Anfang wieder, wo ich denn Häuser bauen kann. Hier kann ich Häuser bauen. Das ergibt Sinn. Gut. Das jetzt ergibt hier so einiges Sinn. Dafür brauche ich Seile und Stöcker. Cooking Pot, Grillstand. Ich glaube, das Erste, was ich brauche, ist hier so ein Feuerchen. Kann man die Sachen hinterher bewegen? Ich unterstelle mal ja. So, wir brauchen Äste und Steine. Machen wir das doch mal so und so. Gucken, ob das reicht. Äste reichten. Steine haben nicht gereicht. Haben wir noch irgendwo Steine? Hier. Das läuft schon mal. Quick Fuel with Firewood. Firewood ist bestimmt das hier. Ne, das ist Logs. Okay, dann nehmen wir mal ein Log und dann gucken wir mal Firewood hier. Craft yourself. Stacked. Das klappt schon mal. Sehr gut. Fuel. Jetzt brauchen wir noch Tinder. Und irgendwas zum Anzünden. Ich habe aber Streichhölzer irgendwo gesehen. Waren die hier? Vielleicht hier. Nope. Hier. Irgendwo hatte ich Streichhölzer. Da. Matches. Starter. Passt. Ach, dang it. Ich brauche echt Tinder. Was könnte denn Tinder sein? Was ist das? Tree Bark. Tree Bark? Tree Bark. Nehmen wir mal eine Axt. Habe ich schon. Was haben wir denn noch? Ich nehme mal ein Messer noch mit. Vielleicht können wir da irgendwas mit anstellen. Laufen wir mal schnell raus zu so einem Baum und gucken mal, was wir da rauskriegen. Ich wollte eh mal so ein Ding fällen. Machen wir. Ach, jetzt habe ich den Speer in der Hand. Machen wir es so. Erstmal mit dem Messer. Irgendwas passiert. Was ist das? Tree Bark. Yes. Yes, 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 yes. Das hat geklappt. Das ist doch bestimmt Tinder, oder? Wir probieren das mal. So, und bevor ich mich jetzt hier vom Acker mache, will ich einmal gucken. Okay, cool. Hier fallen Sachen runter, stelle ich gerade schon mal fest. Werden wahrscheinlich Blätter und sowas sein. Äste, okay. Oh, 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 oh. Voll aufs Haus. Ja, läuft doch. So, dann wollen wir mal gucken, ob das jetzt Tinder ist, was ich hier habe. Bist du Tinder? Yes. So. Aber mehr auch nicht. Okay, das heißt also, ich muss jetzt gucken, dass ich da irgendwas drauf mache, womit ich was kochen kann. Und das wäre zum einen entweder ein Cooking Pot oder hier so ein Ding. Ein Grillstand. Hammer, Eisen und Komponenten. Hammer. Eisen. Komponenten. Mal sehen, ob es reicht. Ei. So, und jetzt kann ich hier. Ach, guck mal, jetzt sehe ich das da unten nämlich auch. Keine Ahnung, was ich da alles. Ach, jetzt habe ich das Fleisch natürlich wieder hier reingepfeffert. Schmeißen wir das erstmal darüber. So, und jetzt packen wir hier das Fleisch auf den Grill. Guckt es euch an. Wir können was zu essen brutzeln. Mega cool. Hum, 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 hum. Da geht jetzt immer noch nicht mehr.
So, was kann ich hier machen? Hier kann ich schon mal Nägel machen. Das finde ich gut. Streichhölzer kann man machen aus Kohle und Ästen. Das ist also überhaupt kein Problem. Kohle habe ich eben schon gesehen, gibt es im Feuer. Sollte also überhaupt kein Problem darstellen. Dann sollte ich mal gerade gucken. Ich hatte noch mal gerade was gesehen hier. Drying Rack. Ob wir das irgendwie noch aufstellen können. Keine Ahnung, wo ich dich jetzt hinstelle. Oh, hier vors Fenster. Stick und Leashing. Das sind Hardsticks. Das sind nicht die richtigen bestimmt. Hier haben wir Sticks, oder? Ne, das ist Branch. Ja, dann werden das Hardsticks sein, bestimmt. Ich versuch's mal. Und das Messer habe ich wieder ausgepackt. Neues Messer hingepackt. Ach doch, das ist da unten. Okay, dann sind die Sticks falsch. Gibt es noch andere Sticks? Ach, hier, guck mal. Kann ich aus den Ästen verzaubern. Also das hier hin, das dahin. Und dann machen wir hier Sticks. Und zwar so viele, wie wir können. Ich gucke gleich nochmal, wie viel wir brauchen. Weil das dauert ja doch ganz schön lang. Ha? Fünf. Noch zwei. Zwei Sticks. So, und für dieses Leashing, das hatte ich eben auch schon irgendwo gesehen, war das hier? Hier nicht, da auch nicht, hier auch nicht, hier auch nicht. Dann war das in meinem eigenen Menü, kann auch sein. Gucken wir gleich nochmal nach. So, die haben wir. Doch hier. Da, Leashing. Blätter und Rinde. Blätter habe ich doch bestimmt auch irgendwo. Hier. Rinde habe ich jetzt alles in den Grill gestopft. Aber gut, da kommen wir ja ganz schnell ran. So, dann will ich mal einmal gucken, dass wir hier die Sachen wieder auffüllen. Das hat ja schon mal super geklappt. Ich brauche die Plätze. Hier geht noch was. Wobei, die kann ich bestimmt noch stapeln. Hier Sewing Kits und das Zeug. Jawohl. Was macht mein Fleisch? Nicht, dass das gleich angebrannt ist. Burnt. Burnt ist, glaube ich, nicht cool. Kann ich das trotzdem essen? Wie sieht mein Hunger aus? Nö, Hunger ist in Ordnung. Probieren wir jetzt noch nicht. Äste, Blätter. So, wie ist das Verhältnis? Wir brauchen sechs Rinde auf acht Blätter. So, dann hacken wir hier nochmal ein bisschen rum. Und ich sehe jetzt auch gerade, ich habe jetzt ein bisschen länger gemacht, weil wir ja eben den kleinen Cut drin hatten für Mist und auch für den Bären. Aber ich glaube, die Zeit müssten wir jetzt auf jeden Fall schon wieder raus haben. Das heißt, ich werde jetzt hier nochmal die zwei Seile schnell machen, wenn ich das noch hinkriege. Und danach schneide ich uns rüber in die nächste Folge. Drei. Ne, das ist wirklich semi-effektiv. Dann machen wir es jetzt doch einfach mit dieser Variante. Da kam viel mehr warum. Ich brauche ja nur die Rinde. Zwölf. Wir brauchen 12. Und noch zwei Blätter. Gut, für Blätter muss ich tatsächlich hacken. Da ist doch gerade schon mal drunter gefallen. Ich habe es genau gesehen. Mist. Ach so, das ist nur Animation. Das ist ein Ast. Komm schon, schmeiß mir mal ein paar Blätter auf den Boden, nicht nur Äste. So, das müsste reichen. Keine Ahnung, was ich mit dem ganzen Holz machen soll. Ich lasse es erstmal liegen. So. Zweimal. Und los geht's. Boah, 30 Minuten. Ja gut, Seilknüpfen dauert. Das glaube ich tatsächlich. So, was können wir dann mit dir machen? Da können wir doch bestimmt Fleisch oder so aufhängen dann, ne? Drying Rack. Das geht nicht. Ich hole mal das andere Zeug. Was hat man denn noch? Das und das, ne? Ah, das geht. Okay, da hatte ich doch noch eins von. Fett geht nicht. So, und wie funktioniert das? Animal Guts. Dried. Ah, okay, gut. Okay, dann haben wir das.
Dann hatte ich jetzt noch gesehen, und das ist jetzt das Letzte, was wir anzeichnen, und dann schneide ich uns rüber, den Cooking Pot. Da brauchen wir wieder zwei Leash für, den Rest müsste ich tatsächlich haben. Stöcker, 5 Stück und 2 Metal Strap. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles, alles Gute, bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.